Probleme. Ja, uns ist ja beigebracht worden, ja, dass man nicht mehr nur an Problemen denken sollte. Und in vielen Konzernen wird das Wort Probleme ja auch nicht mehr verwendet. Man sagt stattdessen Herausforderung oder Geschenk. Ja, sowas, ne? Aber Probleme, ich halte auch schon noch Probleme und ich versuche auch möglichst viele Probleme zu sehen, weil Probleme immer bedeuten, da ist gerade eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und schaut euch doch mal um, immer weniger Menschen kriegen ihr Zeug auf die Reihe. Ne, also in meinem Job, also es ist immer mehr ungepflegte, ungeschnittene Hecken, von Unkraut überwucherte Parkplätze, verwucherte Beete, übergewichtige Menschen. Also das heißt nicht, dass die Leute nicht wissen, was zu tun ist, aber denen fehlt halt die Energie, diese Probleme zu lösen. Ne? Also jemand, der übergewichtig ist, der weiß genau, dass er nicht so viele Kohlenhydrate fressen sollte. Schon gar nicht welche, wo Nestle oder Unilever oder dergleichen draufsteht. Sondern dem fehlt es einfach an der Umsetzung. Also dem fehlt die Power. Und das wird schlimmer werden. Also dass Menschen sind offensichtlich hoffnungslos überfordert mit den einfachsten Dingen, weil sie ihr Zeug einfach nicht im Griff haben. Oder weil sie sich selber einfach nicht mehr kontrolliert oder gemanagt kriegen. Also, deswegen halte ich auch schon nach Problemen, denn dadurch entsteht Wohlstand, indem Menschen, die gut darin sind, Probleme für andere zu lösen, das immer häufiger tun. Und es geht darum, ein Problem zu lösen oder ein Bedürfnis zu befriedigen. Wie entweder Leute haben ein akutes Problem oder sie wollen sich anders fühlen. Dafür geben sie Geld aus. Und gestern habe ich ein Video gesehen, da hat ein 45-Tonnen-Bagger zwei Bulldozer aus so einem großen Wasserbassin geholt. Die waren da eingesackt. Und da habe ich mir gedacht, jetzt verplemperst du deine Zeit damit. Bist du halt nicht der Einzige, der sich sowas anschaut. Nee, 32 Millionen Ansichten hatte dieses Video. War auch cool. War ein einfaches Handyvideo, war noch nicht mal cool gemacht. Will damit sagen, wir interessieren uns einfach dafür, wie andere Menschen Probleme lösen. Und wir lösen natürlich auch viele Probleme, gerade in unserer Beziehung, wo gar keine sind, oder versuchen auch immer, irgendwelche Probleme zu lösen, obwohl das gar nicht jetzt erforderlich ist. Manchmal wollen unsere Frauen auch einfach nur reden. Aber am Ende des Tages sind wir darauf erpicht, Probleme zu lösen. Und dafür, das ist Wertschöpfung. Und je besser wir darin werden, Probleme zu lösen, desto besser werden wir darin und desto besser werden auch die Probleme. Ne? Also zum Beispiel der Hartz-IV-Empfänger hat ein Geldproblem, Warren Buffett aber auch. Ne? Und Warren Buffett, bei dem ist das Geldproblem so, dass er investieren und anlegen muss, sodass es eine Rendite erwirtschaftet und es für ihn immer schwieriger wird, weil er so viel Geld eben anlegen muss, gute Investments zu finden. Und der Hartz-IV-Empfänger eben nicht weiß, wovon er seine Miete bezahlen. Aber im Wesentlichen sind beides Geldprobleme. Nur Warren Buffett ist extrem gut darin, mit Geldproblemen umzugehen. Und der andere halt nicht. Und daher, also sollten wir nicht darum, bloß nicht darum betteln oder bitten, weniger Probleme oder darauf hoffen, weniger Probleme zu haben, sondern täglich daran arbeiten, besser in Problemen lösen zu werden. Und auch als Persönlichkeiten besser zu werden. Das ist meiner Meinung nach der Weg, wie du Wohlstand in einer Gesellschaft generierst. Weil je bessere Probleme oder je besser die Probleme einer Gesellschaft sind, desto höher ist der Grad an Wohlstand. Ist ja eigentlich recht einfach. Ne? Ja, und da ist eigentlich jeder aufgerufen und aufgefordert, Wert zu schöpfen. Sich selber wertvoll zu machen, sich nützlich zu machen. Das sind ja einfach so ganz einfache alte Wörter, über die man nie so wirklich so nachgedacht hat, über diese Begrifflichkeiten, aber die schon einen sehr, sehr tiefen Sinn haben. Ne? Sich nützlich machen, von Nutzen sein. Und das besteht ja heute nicht darin, möglichst viel Zeug konsumieren zu können und dadurch halt irgendwie seinen Lebensstandard zu definieren. Ist ja auch heute keine Kunst mehr. Gut, ich meine, wir haben jetzt Inflation und Lebensmittel sind teurer geworden. Aber gerade in Deutschland, ne, Brot und Spiele, wie bei den alten Römern, haben wir doch heute hier auch. Also bei Aldi, also Lebensmittel sind in Deutschland die billigsten in Europa. Geht zu Aldi oder Lidl, kannst du immer noch billig, also dass der
billiges Essen kaufen, ob es gut ist, steht am anderen Blatt. Ja, und Netflix kostet, glaube ich, 12,99 € im Monat. Brot und Spiele. Ne? Da haben wir es. So bleibt die Normalgesellschaft schön auf diesem Niedrigfrequenzlevel, wo sie eigentlich gar nicht merkt, was mit ihr und mit dem anderen, mit den Mitmenschen passiert. Ja, und wir fangen ja, dann, je bewusster man wird, desto aufnahmefähiger wird man auch für die Probleme um einen herum, was da eigentlich los ist. Ne? Und, aber trotzdem musst du erstmal bei dir selber anfangen. Ne? Wie schaust du aus? Was sind die Zahlen, die Fakten in deinem Leben? Wie ist dein Gewicht, dein BMI, ne, dein Bankkonto? Alles verrät dir Dinge über dich und dein Leben und wie gut du daran bist, mit Problemen umzugehen, Probleme für andere zu lösen, Probleme zu vermeiden. Im Grunde sagt das alles eine Menge aus. Das ist nicht immer, ne, die bösen anderen und die Globalisierung und der Kapitalismus und Corona und die Impfung und die Impfgegner. Nein, du bist es, wir sind's, ich bin es. In meinem Leben ich, in deinem Leben du. Okay, so viel dazu. Ich freue mich, von euch zu hören und zu lesen. Haut einen Schlag rein.